Heidi ho, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim in der Special Edition. In der letzten Folge habe ich hier vor mir in der Schlangenfinden-Schanze, ja, ist richtig, eine Diabella-Statue für eine Ladenbesitzerin aus Markarth wieder beschafft. Ich habe jetzt vor, zurückzureiten und nach Markarth zurückzureiten und die Statue da bei der Lisbeth im Laden abzugeben. Dem Laden geht es nicht so gut und die braucht diese Statue zurück, die ihr da irgendwie entwendet worden ist. Dies, das, Ananas. Ja, das ist mein Plan. Das geschulte Auge, das auch die letzten Folgen kennt, wird erkennen, dass das Spiel jetzt ein bisschen anders aussieht, denn ich habe hier ein bisschen mich mit dem Modding beschäftigt, und zwar richtig. Mit einem Mod-Manager und so weiter. Hab jetzt aktuell 103 Mods installiert, nicht wie vorher so um die 20. Auch nicht mehr mit dem eingebauten System hier an Mods. Das kann man hier in Skyrim nativ, sage ich mal. Das ist hier integriert ins Menü. Da kann man Mods installieren, runterladen, installieren. Aber die Mod-Auswahl ist sehr, sehr eingeschränkt, ehrlich gesagt. Und da bin ich jetzt so ein bisschen auf ein höheres Level aufgestiegen. Alles gefällt mir noch nicht so ganz. Ich bin auch noch nicht so ganz drin in diesem Modding-Game, was Skyrim betrifft zumindest. Ihr seht oben und unten, wie in so einem Kinofilm, so schwarze Balken. Das heißt, ich komme gerade nicht auf den Begriff. Ich nenne es mal Breitbild. Wie man es aus dem Kino kennt oder aus früheren Kinofilmen kennt vom Format her. Das geht auf jeden Fall anders. Hat mit SKSE, glaube ich, zu tun. Da habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, wie ich da ein richtiges Vollbild wiederherstelle. Und achtet mal auf die Tiefenunschärfe. Im Moment nicht gegeben, ne? Ist nichts unscharf im Hintergrund. Jetzt schon so ein bisschen. Also ab und dann kommt das. Da fokussiert er dann nur so auf den Bereich, der direkt vor mir ist. Aber guckt mal, wenn ich jetzt hier aufs Pferd steige. Und guckt jetzt mal auf Tiefen und Schärfe. Also im Hintergrund alles unscharf und der Fokus ist jetzt voll hier auf dem Bereich direkt unmittelbar vor mir. Je nachdem, wo ich hingucke halt. Gerichtet. Da ist alles scharf. Der Hintergrund, da ist überall so eine Tiefen und Schärfe drin. Finde ich jetzt auch mäßig geil, muss ich sagen. Da muss ich nochmal ein bisschen rumspielen. Wenn es irgendwen gibt, der da voll im Modding-Game drin ist, zumindest was Skyrim angeht, der darf mir gerne Tipps und Hinweise geben. Da bin ich auf jeden Fall froh drüber. Ansonsten muss ich mal schauen. Ups, achso, ich habe da ja schon Marker. Ansonsten werde ich mal schauen, was ich da in Zukunft noch so an coolen Mods finde. Aber ich muss sagen, es sieht schon, ihr könnt es mal vergleichen mit den früheren Aufnahmen, es sieht schon wirklich sexy aus. Im Vergleich dazu, ups, ne, hier ist ein bisschen steil. Also trotz einem, ja, doch starken PC, muss ich sagen, habe ich jetzt halt nicht immer durchgängig 60 FPS, sondern die droppen auch schon mal, ne? Aber dafür kriegt man auch ein bisschen was fürs Auge geboten. Allein schon so, dass so Kleinigkeiten wie das Farbspektrum finde ich hier schon sehr viel interessanter. Ui, da ist ein Bär. Ich guck mal eben, wo bin ich? Ich wollte eigentlich auf den Weg da kommen, aber ich kann auch hier runter, dann rechts halten. Aber diese Tiefenunschärfe, während ich auf dem Pferd sitze, die gefällt mir nicht so. Die gefällt mir nicht so. Mal gucken, ob ich die noch irgendwie korrigiert kriege. Aber ich habe es schon ausprobiert. Wo ist denn hier dieser Weg? Ach, das soll der sein hier. Ich habe es schon ausprobiert, also mit dem in den Ingame-Optionen hier. Wenn ich... Der ist wieder viel stärker als ich, weiß ich jetzt schon. In den Ingame-Optionen, wenn ich da die Tiefenschärfe irgendwie, wenn ich da
wenn ich die da regulieren möchte, dann hat das tatsächlich keine Auswirkungen darauf. Ich habe einfach nur nicht herausgefunden, wo ich das beeinflussen kann. Weil, wenn ihr das seht, ich reite hier rum, als hätte ich hier irgendwie 30 Dioptrien oder so. Das ist irgendwie gar nicht mal so cool. Okay, da wäre auch eine Brücke gewesen, aber egal. Da ist wahrscheinlich wieder irgend so ein Questgeber, aber ich will jetzt nach Marka zurück. Und einfach mal hier und da so ein bisschen gucken, wie die Landschaft hier aussieht. Also ist schon wirklich, sieht schon sehr viel schicker aus. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen unscharf ist noch. Und, warte mal, hier sind Straßen. Also hier so ein, diese Schilder, Riften, Solitude, Windhelm, Helgen. Ah, okay. Schilderung haben wir, aber das ist noch so ein Punkt. Also zum einen, um meinen Satz zu Ende zu führen, die ganzen Ortschaften, die haben sich verändert, die sind erweitert. Also wer zum Beispiel, ich kann das dem nicht gerade jetzt, aber bei Gelegenheit zeige ich es mal, Rorikstadt zum Beispiel, das war so ein wirklich hässliches kleines Mini-Dörflein, das man für nichts gebrauchen konnte, ehrlich gesagt. Also da waren keine Händler oder ähnliches, die man gebrauchen konnte. Aber auch sonst optisch war das einfach nur eine Mini-Ansammlung von irgendwelchen kleinen Holzgebäuden. Hat sich jetzt auch optisch sehr verändert. Allein schon dadurch, dass die ganze Stadt oder die ganze Ortschaft jetzt erweitert ist. Dass es da viel optisch interessante Sachen gibt. Und ich bin mal gespannt, wie das mit den anderen Städten ist. Wie Markart jetzt zum Beispiel aussieht. Da war ich ja zuletzt, bevor ich da dieses Dungeon angegangen bin. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, ob das jetzt auch irgendwie umgestaltet worden ist von irgendeinem Modder. Ich weiß es halt nicht, weil diese ganzen Mods auch für mich Neuland sind. So, mal Markart, ja, ist hier ausgeschildert, da muss ich lang. Da werde ich mich jetzt mal überraschen lassen. Und als Nebeneffekt habe ich dann schön diese Nebenquest, diese kleine, mehr ist es ja nicht, mit der Händlerin, deren Geschäft nicht mehr so prickelnd läuft. Die habe ich dann auch schön abgeschlossen. Genau, hier war das, ich erinnere mich. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Mhm. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Habe ich auch noch vor mir. Das ist ganz im, nicht ohne Säufe waschen, im Osten. Ganz im Osten der Karte. Während ich jetzt ganz im Westen bin. Also sehr, sehr weit weg. Warte mal, irgendwo, war das nicht hier irgendwo? Grünwall. Ich hätte schwören können, dass es hier auch noch irgendwo eine. Also hier, wo jetzt der Cursor ist, dass es da irgendwo eine. So eine Festung gegeben hat, wo ich dafür hin muss. Komisch, wo ist die denn hin? Oder bin ich jetzt blöd? Liegt's an mir? Naja, ich werde es rausfinden. Ja, jetzt sind wir in Markart. Ich schaue mich gerade mal ein bisschen um. Also hier. Wollt ihr das ändern? Hier ist nicht so viel, wirklich viel gemoddert und geändert, also
so großartig neue Gebäude, wobei ich bin hier halt auch nur einmal kurz gewesen. Und viele neue Gebäude kann man hier natürlich auch nicht verteilen, ne? Also es ist ja wirklich eine Stadt, die hier mitten in irgendeinem komischen Gebirge oder einer Felsformation ist mit Wasserfall und bliblablub. Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, ob hier viel verändert worden ist. Nee, weiß ich echt nicht. Diese Händlerin. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Ja, das ist halt noch so ein Nebeneffekt, ne? Wenn man viel moddet, dann vielleicht kennt ihr das, wenn ihr das selber schon gemacht habt, aber viele Dialoge, viel geschriebener Text ist dann nicht mehr Deutsch, sondern Englisch. Also deswegen kommt auch dieses Mischmasch hier zustande. Ist halt so. Gibt's Schlimmeres. Ich antworte mal, nein, habe ich nicht. Offenbar hat das niemand in der Stadt. Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Auch die Übersetzung gerade hier unten. Auch, ne? Halt Englisch, also... Ich habe ein bisschen recherchiert und gelesen, dass viele Modder... also Leute, die jetzt das Spiel modden... dass sie das direkt komplett auf Englisch umstellen, damit die diesen Mischmasch nicht haben. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt dagegen entschieden. Ich will so viel Deutsch mitnehmen, wie möglich ist, denn mein Let's Play-Kanal ist halt, ne, ist halt ein deutscher Kanal. Da wird Deutsch gesprochen, deswegen möchte ich so ein Spiel nicht komplett auf Englisch umstellen. Ja, braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Man weiß nie, was einen erwartet. Okay, so House of Horrors. Ja, da sieht man jetzt auch wieder so ein komplett... Das ist jetzt hier irgendwie komplett auf... Englisch, während das hier, ne, hier steht Ziele in Deutsch. Ist halt jetzt so ein kompletter Mischmasch. Ich würde eigentlich lieber, ich glaube, das Geschäft war das hier, ne? Arnleif and Sons Trading Company. Ja, das ist die doch, genau. Das ist meine Auftraggeberin, die Lisbeth. Dann machen wir die eben glücklich. Wir kaufen und verkaufen alles, was ihr Wandervögel benötigt. Nein, ich bin nicht Arnleif. Ja, ich weiß, der Laden heißt Arnleif und Söhne. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Die Quest habe ich auf jeden Fall begonnen. Die hat mir auch den Auftrag gegeben, zu suchen. Und jetzt sage ich ihr so nebenbei, diese Statue habe ich in einem Lager der Abgeschworenen gefunden. Ah, da ist sie ja. Dank dieser kleinen goldenen Kostbarkeit werden wir uns eine Weile über Wasser halten können. Danke. Hier, für eure harte Arbeit. Okay, dann habe ich nämlich abgeschlossen, die Aufgabe. Ja, irgendwie ein bisschen komisch, dass der Dialog... Wäre irgendwie stimmiger, wenn ich sagen würde, so, hier, ich habe die Statue gefunden, über die wir geredet haben. Und die ich für dich suchen sollte, was du mir ausdrücklich gesagt hast. Naja, aber so hat's auch geklappt. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, wenn ihr etwas benötigt. Okay. Dann haben wir das doch. So, und wenn ich jetzt schon mal hier bin... Könnte ich ja tatsächlich diese Aufgabe hier annehmen und mit diesem Unbekannten da in dieses Haus gehen. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, warum ich jetzt hier keinen Marker habe.
Tja, 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 tja. Da habe ich den. Search the abandoned house. Ja, normalerweise müsste der jetzt auch hier auf dieser Tür sein. Oder wird auch das vielleicht durch eine Mod geändert, weil dass der die hier quasi in meinem Sichtfeld nicht darstellt, sondern nur auf der Karte? Fragen über Fragen. Ich bin mal gespannt, ob ich hier mit dieser Modderei den goldenen Pfad entdeckt habe und das Spiel wirklich aufwerte oder ob ich da die Büchse der Pandora geöffnet hat, die mir einfach nur Probleme bereitet und mir eventuell, wenn man merkt, ein Mod schreibt sich als Abhängigkeit in Safe Game und irgendwann merkst du, der Mod, der hat auch gewisse Nachteile, deswegen willst du den nicht mehr haben. Und ich hatte das in der Vergangenheit schon, dass ich den dann entferne, dann aber ohne diesen Mod meinen Spielstand nicht mehr geladen krieg und den da gut zerrissen hab. Ich bin sehr gespannt, wie da die Antwort lautet. Ah, ich werde es rausfinden. So, ich gehe jetzt in dieses Haus. Frisches Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier gewesen. Und das vor kurzem. Aber die Leute, die ich befragt hatte, haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. Mhm. Moment, habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Das ist es. Etwas ist hier im Haus. Los. So, wenn ich erstmal hier ein bisschen gucken. Ja, das hier ist auch gemoddert, ne? Ist jetzt auch neu. Endlich mal so ein viel besseres Inventarmenü. Ah, ja, herrlich. Und ich muss hier einfach nur draufklicken und kann das nehmen. Also das ist wirklich ein Aufstieg, ey. So, ich lasse mich jetzt auch nicht hetzen hier von dem Bruder. Sondern wird jetzt hier schön. Boah, hier ist ja. Boah, 56 Gold einfach mal so. So. Mashallah, sag ich nicht nein. Na, so eine Schriftrolle. Zwergenhammer, ne, fühle ich nicht. Was haben wir da noch so? Warte mal, was habe ich für eine Rüstung jetzt? Die 38er, ja. Okay. Dann lasse ich die im 20er Bereich da schön in der Kiste, in der Truhe. Was haben wir da noch so? Bisschen was zu futtern, okay. So, Bruder, ich komme. Kommt raus! Wir wissen, dass ihr da drinnen seid! Warte mal, Coin Purse ist doch. Ah. Jetzt muss ich auch noch Englisch lernen auf meine alten Tage. Mensch. Da ist noch eine Tür. Versuch doch, sie zu öffnen. Schlüssel erforderlich. Fenders Gnade. Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Schwach. Er ist schwach. Und er schwach. Zermalmt ihn. Nach euch. Los, gehen wir. Okay. Da brauchen wir aber auch einen Schlüssel. Oh oh. Das ist schon ein bisschen unheimlich hier gerade. Ich kann hier nicht sterben. Schon ziemlich. Poltergeistmäßig irgendwie. So, Moment. Funken. Ist der Zauber, der auch Magiker entzieht. Ich glaube, das ist gerade hier die
ganz gute Wahl. Will mich verarschen? Echt jetzt? Ach, ist der besessen gerade, oder was? Raff ich jetzt erst. Okay. Ich bin natürlich jetzt voll der Noob hier gerade mit diesem Menü. Verstehe. So, da sind die Zaubertränke. Zaubertrank der Gesundheit ist es nicht. Der Heilung habe ich zwei. Kleine Heilung. So, das lege ich mir jetzt mal auf Favoriten hier. Das sowieso. Dann nehme ich mal ein paar. So. Okay, ich habe ihn. Ja, das hier wäre was zu verkaufen, das Amulett. Gut, Dietrich nehme ich. Gold. Halskette, viel wert. Ich kriege immer nur einen Bruchteil davon. Man kennt ihn, aber wiegt nicht viel. Kann man zu Geld machen, nehme ich mit. Oh, der Ring auch. Lehrlingskapuze. Erhöht die Magika um 40 Punkte. Ui, das ist aber sehr wertvoll. Der Wiederherstellung, genau, die habe ich, glaube ich, in der Fassung für die Zerstörungszauber, ne? Gewicht 1 nehme ich mit, kann man auch gut zu Geld machen. Ich habe halt immer noch dieses Gewichtsproblem. Nicht, dass ich zu dick wäre, aber ich schlepp zu viel Zeug mit mir rum, leider. Ich dachte jetzt kurz, ich höre Schritte um mich rum. Ah, jetzt ist die Tür auch nicht mehr verschlossen. Weiter, tiefer in die Eingeweide. Alter, das ist unheimlich, ey. Ich krieg richtig Gänsehaut hier gerade. Okay. Ist da ein Seelenstein am Ende oder was? Oder was leuchtet da so? Ne, ich dachte schon. Ach, da geht's weiter runter, okay. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Mhm. Unser Preis. Der Preis ist heiß. Der mir jetzt hier wirklich einen Preis gibt, aber ja, doch, scheint so. Also ich glaube, die Fläche ist viel zu eng, um jetzt hier noch irgendwie so einen Endgegner zu auf den zu treffen. Rostiger Streitkolben. Gucken, ob ich mir den einfach nehmen kann oder ob jetzt hier irgend so ein, ob ich irgendwo hingebeamt werde in irgendeine Arena, wo ich dann doch noch gegen irgendwen kämpfen muss. Warte mal, benutzen Altar kann ich auch. Ich nehme mal den Streitkolben. Glaubtet ihr wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Ich hab's auch gewusst. Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir.
Ein Streitkolben. Er ist rostig. Verrostet. Vertrocknet. Früher tropfte das Blut der Schwächlichen und Minderwertigen nur so von diesem Streitkolben herunter. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, ihn zu entweihen. Ihn verrotten zu lassen. Bis ihr kommt. Wollt ihr Rache an Boetia nehmen? Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boetias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Mhm. Kann ich mir den jetzt nehmen? Nee. Den Altar kann ich benutzen. So ganz habe ich die Quest hier nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin, aber... Naja. Vielleicht wird das noch, aber nicht mehr in dieser Folge, denn wir sind schon so ein bisschen in der Nachspielzeit. Wenn ihr die vorherigen Folgen kennt, also vor dieser hier, die eine gewisse Zäsur, was die Mods angeht, darstellt, dann werdet ihr die insbesondere optischen Unterschiede ja wahrscheinlich gesehen haben. Mich würde interessieren, seht ihr das wie ich, dass es durch diese Mods oder diese vielen Mods das hochgemodderte Spiel... Da geht natürlich noch viel mehr, klar. Aber seht ihr da die Vorteile, die Nachteile, so wie ich? Was überwiegt für euch? Ist das cooler mit so vielen Mods oder eher so, ja, beim Vanilla-Spiel bleiben und dafür nicht so ein Deutsch-Englisch-Mischmasch zu haben? Ja, das würde mich tatsächlich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wenn ihr wissen wollt, wie hat sich das Spiel in anderen Bereichen, gerade der Karte, noch verändert, wie geht diese Quest hier weiter, dann seid auch gerne in der nächsten Folge wieder mit von der Partie. Würde mich freuen. Bis dahin.